Guten Morgen, meine Freunde. Euer Punkt, hier ist es. Auf meinem Hassgerät, dem Stepper. Ey, was guckst du? Ja, meine Freunde. Das, was ich euch jetzt zeige, das müsst ihr teilen. Es ist zu krass. Wenn irgendjemand denkt, das, was ich so sage mit Inflation, Kindersexualisierung, mit den Regierungen, mit dem Great Reset, wenn irgendjemand denkt, das ist zu weit hergeholt oder übertrieben. Wenn ich sage, ihr müsst eure Kinder beschützen und aus diesem dreckigen System rausholen, dann überlegt nochmal, ob das so akkurat ist, nachdem ihr das nächste Video gesehen habt. Ich weise seit Jahren auf die Sexualisierung der Kinder hin. Und deutlicher geht es nicht mehr. Wozu mache ich die Videos? Rettet eure Kinder. Guckt euch das Video an. Ja, meine Freunde, in meinen Augen, wer das alles weiß, sieht und nicht heute anfängt, was dagegen zu unternehmen, ist mitschuldig. Das ist nie wieder gut zu machen im gesamten Leben der Kinder und der nächsten Generation. Das ist ja das Schlimme. Nächster Punkt, Inflation. Wie in der Türkei, über 70% Inflation in einem Jahr. Kann das auch in Deutschland oder sogar in den USA passieren? Nein, nein, sowas kann überhaupt nicht passieren. Wir haben ohne Ende Geld gedruckt, aber sowas passiert nicht. Oh, ist ja doch passiert. Ja, konnte keiner vorhersehen. Konnte keiner vorhersehen, dass Google, Amazon und Facebook jemals erfolgreich wird. Konnte man alles nicht vorhersehen. Aber manche Menschen sind Milliardäre dadurch geworden. Doch, man kann alles vorhersehen. Ja, Cecil. Ich würde wirklich alles für meine Kinder tun. Alles. Aber Geld ist mir nun mal nicht wichtig. Das ist so krass. 500 Gramm Spargel kosten schon 12 Euro. Man kommt nicht mehr um die Finanzen herum. Das ist ja genau das, wo sie ansetzen. Das ist ja der größte Hebel von denen. Damit du gefangen bist, damit du abhängig bist vom Arbeitgeber, damit du nicht einfach abhauen kannst, damit du nichts machen kannst. Es ist nur der Faktor Finanzen. So, wenn man finanziell frei ist, kann man sagen, hey, leck mich, geh in ein anderes Land. Das, was ihr alle abgestimmt habt. Dann kann man sagen, was, Kinder? Nee, ich nehme die von der Schule runter, Privatunterricht. Das machen Reiche, die Geld haben. Man muss sich nur abkoppeln, man muss nur eine unabhängige Einnahmequelle schaffen. Und das ist dann nicht schwer, das ist es ja. Es ist eigentlich einfach. Deswegen machen sie alles, damit die Menschen das nicht verstehen. 300 Euro, 500 Euro am Tag verdienen ist nichts. So, meine Freunde, ich war halt einfach nur geschockt über das Drag Queen Video und die Inflation in Türkei und so. Ich wollte kurz Storys machen. Jeder von euch, jeder, du auch, kann sich abkoppeln, komplett. Eine unabhängige Einnahmequelle. Und man ist weg. Man hat nichts mehr mit denen zu tun. Ich habe nichts mit denen zu tun. Ich kann morgen Ticket buchen, egal wohin. Ich könnte meine Kinder rausnehmen aus der Schule, Privatunterricht, Banane, wäre egal. So, und diese Macht muss sich jeder aneignen mit einer unabhängigen Einnahmequelle, die nicht ortsgebunden ist. Ich erkläre alles in dem Video. So funktioniert's. Tausende Feedbacks. Ich poste die schon alle gar nicht mehr, weil es zu viel wird. Sonst habt ihr keine Lust, alles durchzulesen. Aber jeder kann es. Und das rettet Leben. Es wird immer schlimmer. Was jetzt kommen wird in den nächsten Monaten, es wird schlimm. Oh, meine Freunde, habe ich schon mal erwähnt, dass ich Dubai liebe. Es ist einfach so schön. Oh, es hat so viele Vorteile. So viele Vorteile. Keine komische Sexualisierung der Kinder.
hier noch normal, ein normaler Himmel. Kein Schachbrett am Himmel. Keine Steuern, ganze Jahr über Sonne. Keine Kriminalität, kaum. Entspannte Menschen. Mindset von den Menschen. Es ist unfassbar in Deutschland, unfassbar. Für so Sachen, ich habe jetzt für eine Agentur für so ein kleines Projekt gesucht, fünf Firmen angeschrieben, fünf schreiben, oh, leider sind die Kapazitäten weg. Die verstehen 1+1 vom Business nicht. Wie kann einer schreiben, wir haben keine Kapazitäten? Wie geht das? So, ich gebe jetzt mal einen ganz, ganz verrückten Tipp, einen ganz verrückten Tipp. Da können die Agenturen ja mal zuhören. Wenn ihr einen Gemüsemarkt habt und ihr habt nur 5 Bananen, die ihr jeden Tag verkauft, und es kommen 100 Leute hin und wollen gerne Bananen haben, dann sagt ihr nicht, nein, wir haben keine Bananen mehr, sondern ihr bestellt mehr Bananen und ihr stellt dann mehr Mitarbeiter ein, damit ihr mehr Geld verdient. Das ist unfassbar! Naja, wenn ihr jemand, einen Mitarbeiter, am besten ein hohes Tier bei Instagram kennt, dann schreibt mich mal an. Da habe ich vielleicht ein kleines Angebot. Naja, auf jeden Fall, es ist echt einfach geil hier. Der Mindset hier, ich schreibe egal wem, Bankberater, sogar meinem Bankberater am Wochenende per WhatsApp um 11 Uhr nachts, der antwortet. Der Mindset ist hier so anders. Es ist so krass. Meine Freunde, es ist einfach unfassbar, dass so 1+1 im Business nicht verstanden wird. Nee, wir haben keine Kapazitäten frei. Ich schreibe 5 Agenturen an, 5 haben keine Kapazitäten frei. Es ist so krass. Wollen die alle kein Geld verdienen oder was? Es ist so krass. So, und keiner versteht diese 4 Punkte, die ich jeden Tag hier reinspreche. Keine Zeit gegen Geld tauschen. Skalieren können, das ist skalieren können. Ortsungebunden Arbeit. Keine Termine vordiktiert zu bekommen. Es ist so krass. Und wenn du jetzt zum Beispiel mein Coaching buchen willst, es ist egal, ob einer bucht oder 5.000 am Tag. Es macht keinen Unterschied für mich. Kein. 0,0. Es ist so krass. Man muss diese Basics verstehen. Ihr könnt euch nur abkoppeln, wenn ihr das Fundament versteht und nicht nur im Business, in allen Bereichen. Guckt euch den Himmel an. Kinder werden nicht sexualisiert hier. Ein normaler Himmel. Guck mal. Das ist ein Himmel. Wenn hier Wolken sind, sind das Wolken, nicht Schachbretter. Hat man als Kind schon mal in der Schule ein Schachbrett gemalt. Ja, aber das ist ja alles eine Verschwörungstheorie. Oh Mann, ey. Und dann gibt es Menschen, die gehen jeden Tag zum Sport, machen jeden Tag entweder Maniküre, Pediküre, eine Massage und haben es einfach verstanden. Man muss es einfach nur verstehen. Und dann ist man raus aus der Scheiße. Ja, genau. So ist es. So, jetzt essen und bis später. Ist das nicht geil, geil, geil? Boah, es ist so schön, ey. Unfassbar. Schön gegessen. Jetzt mit den Kids Flugzeug spielen und wer weiß wie toben und schwitzen. Mega.
Ja.